Tödlicher Verkehrsunfall am Dienstag an der Kreuzung Lerchenauer und Wilhelmine-Reichardt-Straße. Ein 77-Jähriger aus Rheinland-Pfalz war mit seinem Wohnmobil stadtauswärts unterwegs und wollte bei Grün nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 73-Jährigen auf seinem Roller. Der Rollerfahrer, 73-jährig, Rentner, leitete noch eine Vollbremsung ein und kam aber zu Sturz. Der verhängnisvolle Zusammenhang hier ist, dass der Rollerfahrer dann unter das Wohnmobil schlitterte und vom Wohnmobil überfahren wurde. Er wurde im unteren Körperbereich überrollt. Er wurde damit bewusstlos und musste vor Ort reanimiert werden. Der Notarzt konnte jedoch dann nur noch den Tod feststellen. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft hat ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Deshalb musste die Lerchenauer Straße im Bereich der Unfallstelle für fast 4 Stunden komplett für den Verkehr gesperrt werden. Auch Linienbusse wurden umgeleitet.